der USA gehen wird. Und ich glaube, das ist mehr oder weniger auch das, was sich abzeichnet. So wie man darüber berichtet und so wie das auch jedes Mal aussieht, wenn man darüber redet, ist es auch im Personellen zwischen Netanyahu und Obama nicht zum Besten bestellt. Mhm. Die können sich gegenseitig nicht riechen. Okay. Das heißt aber, ich glaube aber nicht, dass es irgendwie eine individuell personelle Angelegenheit ist, sondern es ist eine geopolitische Angelegenheit. Wenn die Amerikaner Isolationspolitik wieder betreiben werden, dann wird man Netanyahu gewähren lassen. Wenn es aber darum gehen wird, den Nahen Osten irgendwie in irgendeiner Weise zu befrieden, und das Kernproblem bleibt und ist das israelisch-palästinensische Problem, nämlich der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Wenn also Obama das wird pazifizieren wollen, dann wird es größeren Druck auf Israel geben. Was Angela Merkel anbelangt, wissen wir, dass es Spannungen zwischen ihr und Netanyahu gegeben hat. Ich glaube aber nicht, dass Deutschland, so wie ich es erfahre und erlebe und schon seit Jahren mehr oder weniger auch immer wieder zur Kenntnis nehmen muss, dass Angela Merkel oder Deutschland in irgendeiner Weise Israel angehen wird. Denn wenn Netanyahu der Premier sein wird, wird Deutschland sich nicht irgendwie nur darum rumschlagen, ob jetzt der israelische Premier der deutschen Kanzlerin passt oder nicht passt, sondern, um das anders zu kodifizieren, kann Deutschland es nicht leisten, so wie Deutschland es sich selber begreift in seiner Politik seit über 60 Jahren, Israel zu kritisieren, Israel unter Druck zu setzen. Und das bleibt abzuwarten. Ich fand, das war schon eine große Leistung, dass das bei der letzten UN-Abstimmung Deutschland sich der Stimme enthalten hat. Das war fast schon irgendwie eine historische Wende. Ja. Aber ob das wirklich auch zu der neuen Politik führt, das gilt jetzt abzuwarten. Ich glaube es eigentlich weniger. Mhm. Herr Zuckermann, Sie gelten ja als einer der schärfsten Kritiker der israelischen Gesellschaft und ihrer Politik, sind damit einsam, aber nicht allein. Ich habe neulich diese Woche einen recht polemischen Artikel in der linken Tageszeitung Haaretz gelesen von Gideon Levy. Darin riet der Mann, also polemisch, man solle Israel zu 100% den ultrarechten Konservativen überlassen, dann würde nämlich die israelische Bevölkerung und vor allem die Welt erkennen, in welche Richtung das Land in Wahrheit unterwegs sei. Und nur dieser extreme Rechtsruck würde in einem Land eine linke Gegenbewegung forcieren. Würden Sie dem zustimmen? Also gibt es noch aktive Linke in Israel oder aber sind die so aktiv wie in dem Film Das Leben des Brian, wo jüdische Volksfront auf die Volksfront für Judäa trifft? Man redet und redet, aber man macht eigentlich nichts. Ja, schauen Sie, die Frage ist, was Sie unter Linken verstehen. Wenn Sie eine nicht-zionistische Linke verstehen, dann ist das im Grunde genommen eine verschwindende Minderheit. Und wenn Sie Gideon Levy als den herausragenden kritischen Publizisten herausstreichen, dann ist der Mann wirklich also nicht im Mainstream. Von daher darf man weder mich noch Gideon Levy irgendwie zum Paradebeispiel der Gesinnung nehmen. Gideon Levy vertritt hier in diesem Artikel, der übrigens schon länger ist, was er morgen früh schreiben wird, ist, glaube ich, interessanter als dieser Artikel, den Sie gerade zitiert haben. In der großen Verzweiflung hatte, als es gerade noch irgendwie prognostiziert wurde, dass Netanyahu haushoch gewinnen würde, hatte das mehr oder weniger zu Papier gebracht, was Sie gerade zitiert haben. Mhm. Diese These, dass man sollte es den Rechten ganz überlassen, ist ja die alte, ich würde fast sagen, leninistische These, je schlimmer es aussieht, desto besser. Und ich war immer schon der Meinung, und das sage ich jetzt gerade als einer, der gerade der marxistischen Gesinnung anhänge, eine falsche Aussage. Je schlimmer kann sehr oft zum noch Schlimmen führen und nicht unbedingt zum Besseren. Und ich glaube, dass wenn es jetzt muss man sagen, Gott behüte, dazu gekommen wäre, dass alle rechten Parteien jetzt irgendwie haushoch gewonnen hätten, dann wären wir noch viel, viel schlimmer dran. Es ist schon ganz gut so, dass es im Moment zumindest in der Schwebe hängt. Also ich glaube nicht, dass man jetzt davon ausgehen kann, was der Gideon Levy vor einigen Tagen oder einigen Wochen gesagt hat, dass man den Rechten die Sache ganz überlassen sollte. Das wäre ohnehin keine gute Sache jetzt für die Praxis. Aber ich glaube, jetzt im Moment kann davon nicht mehr die Rede sein. Ja. Es ist, das Wahlergebnis deutet auf 62 Mandate für den rechten Block und 58 Mandate für den Zentrum- und linken Block. Und von daher haben wir es im Moment eher mit einem Pakt als mit irgendwie einer überwältigenden Mehrheit der Rechten zu tun. Es gab ja während dieser Wahl eine sehr originelle Idee einer israelischen Politikstudentin. Die gründete vor 3 Wochen ein Facebook-Profil mit dem Namen Echte Demokratie und dann verschenkte diese Gruppe ihre Stimmen an Palästinenser, also im Westjordanland oder in dem Gazastreifen. Das heißt, man wählte die Politiker, die die Palästinenser gewählt hätten. Wie finden Sie denn eigentlich die Aktion? Ist das auch ein Zeichen dafür, dass gerade bei jungen Israelis umgedacht wird? Nein. Das ist wirklich ein Gimmick gewesen, übrigens ein lobenswertes Gimmick, aber das war im Grunde genommen, hat gar nichts irgendwie mit einer Trendwende in der israelischen
in der israelischen Bevölkerung zu tun. Die meisten Israelis scheren sich, was hätte ich gesagt, einen feuchten Kehricht um die Palästinenser und die Tatsache, dass es die wenigen Wackern gibt, die noch immer meinen, man sollte den Frieden vorantreiben, ist eine löbliche Angelegenheit, aber das ist auf keinen Fall ein Symptom oder ein Indiz dafür, was es zu erwarten gilt in der nächsten Amtsperiode. Machen Sie sich denn eigentlich Sorgen um die Demokratie in Ihrem Land, wenn es ernsthafte Vorschläge gibt, zum Beispiel alle UN-Resolutionen einfach zu ignorieren, weil Israel sich das finanziell, wenn es da Strafen gibt, leisten könnte? Das war ja ein Vorschlag von Naftali Bennett. Ja, das ist ja genau das Problem, von dem ich eigentlich in Deutschland, besonders in Deutschland schon seit Jahren rede. Ja, ich bin in der Tat der Meinung, dass die formale Demokratie Israels sehr stark unter den letzten Regierungskoalition gelitten hat, und zwar nicht nur in der Bevölkerung, da war es ohnehin nicht sehr weit her mit Demokratie und mit dem Alltagsrassismus und so weiter, sondern dass auch in der Exekutive und nicht wenig auch in der Legislative, teilweise auch in der Judikative, Töne angeschlagen wurden, die also in meiner Sicht höchst bedenklich gewesen sind. Mhm. Ich glaube in der Tat, dass die israelische Demokratie, die sich immer selbst lobt, dass sie die einzige im Nahen Osten ist, im Grunde genommen immer auf Schülerbeinen steht. Und ich glaube, dass das Problem vor allem darin besteht, man kann letztlich keine Demokratie sein, wenn man über 40 Jahre ein teils recht brutales Okkupationsregime unterhält. Und die Tatsache, dass bei allem, dass heute Abend einiges passiert ist, dass dennoch eine Partei wie die von Naftali Bennett, also das jüdische Haus oder eben der Likud selber, ja, dass die so trotzdem also starke Parteien geworden sind, indiziert eher die Tatsache, das, was eigentlich die Demokratie zur Voraussetzung hätte, nämlich dass man beispielsweise das Okkupationsregime aufhebt, dass man dann Frieden erstmal will, bevor man überhaupt soziale Gerechtigkeit anstreben kann, ja, dass das, glaube ich, absolut nicht der Fall ist. Die israelische Gesellschaft ist sehr weit nach rechts gerückt, und auch die Tatsache, dass heute Abend Netanyahu keine überragende Mehrheit errungen hat, hat daran eigentlich im Grunde genommen gar nichts geändert. Mhm. Naftali Bennett war ja mal Büroleiter von Benjamin Netanyahu und hat ja stark gewildert im rechten Lager. Er hat sehr stark eben auch ultrarechte Siedler angesprochen. Kann man denn mit diesen religiösen Fanatikern überhaupt verhandeln? Geht das? Das Problem im Moment ist nicht die Frage, ob dieser Mann für sich genommen verhandelbar ist. Für einen Linken wie meine Wenigkeit oder Gideon Levy, den Sie erwähnt haben, ist dieser Mann natürlich ein Faschist. Also da brauche ich gar nicht irgendwie weiter größer darüber nachzudenken. Die große Frage, die sich aber stellt, ist nicht die Frage, ob ein Bennett und seinesgleichen auf meine Linie oder auf unsere Linie liegen, sondern die einzige Frage ist, kann Netanyahu mit dem, was er an Wähler, Quantitäten, Potenzialen zusammengebracht hat, und Bennett heute eine Regierung bilden, die es sich leisten kann, wirklich auch also regierungsfähig zu sein, ohne beispielsweise Eschatid von Yair Lapid oder eben die Arbeitspartei oder sogar Tzipi Livni mit ihren 6 Mandaten zu machen. Genau das ist heute Abend in Frage gestellt worden. Also das, was man eigentlich erwartet hatte ursprünglich, dass es ungefähr 65 rechte Mandate und 55 linke oder sozusagen Zentrum und linke Mandate geben wird, das hat sich verschoben. Es ist viel näher aneinander gerückt, und ich glaube, das ist das Problem im Moment. Wir haben noch gar nicht über Lieberman gesprochen. Hat der sich auch heute Abend schon im Fernsehen irgendwie zu Wort gemeldet? Nee, aber man muss auch sagen, dass überhaupt von den großen Parteien und so weiter niemand noch größer gesprochen hat. Es sind überall die Leute aus der zweiten Reihe geschickt worden, um sich zu äußern. Die einzige, die schon irgendwie ihre Wahlbeteiligten zusammengetrommelt haben und sich im Fernsehen schon geäußert haben, waren die orientalische orthodoxe Schafspartei. Von den anderen hat man bis jetzt nicht gehört. Es gibt eine ganze Menge Kommentaren von Publizisten und von Wahlanalytikern und so weiter, aber wir haben noch nichts Offizielles gehört von den die Tzipi Livni hat schon ihre Leute zusammengetrommelt und hat gesagt, es ist trotzdem etwas passiert, indem wir mehr oder weniger
diese Pattsituation fast schon hergestellt haben. Wenn Politiker sich nach einer Wahl nicht sofort zu Wort melden, dann kann das auch bedeuten, dass sie erkannt haben, dass sie diesen eine Art von Niederlage, auch wenn sie stark bleiben sollten, dass sie die irgendwie verkaufen müssen. Kann man den heutigen Wahlabend für Israel dahingehend interpretieren, dass Netanyahu, auch wenn er der stärkste Mann bleiben wird, die Wahl verloren hat? Netanyahu ist ganz ohne Zweifel geschwächt aus dieser Wahl hervorgegangen. Das steht schon fest, so die Wahlkampagne vom Likud zusammen mit der fusionierten Liberman-Partei Israel Beteinu ist eine schlechte Wahlkampagne gewesen. Man hat sich rumgeklopft mit Bennett, statt versuchen, mehr im Zentrum einzuheimsen. Und ich glaube, darin liegt ja das Problem. Es ist allerdings, und das betone ich nochmal, nicht ausgeschlossen, dass Yair Lapid, der im Grunde genommen der ganz großen Wahlerfolg hier verzeichnet hat, dass dieser Yair Lapid mit der Yesh Atid-Partei sich der Likud-Partei anschließen wird. Natürlich also wird er auch entsprechend auch eine ganze Menge fordern dürfen. Also dass dann Netanyahu noch immer eine regierungsfähige Koalition bildet. Ob das jetzt irgendwie passiert oder nicht passiert, das gilt wieder. Ich glaube, es wird eine ganz defizile und komplexe Kampagne jetzt sein, irgendwie die Koalition zusammenzustellen. Die ist viel weniger einfach, als was es noch vor einigen Wochen ausgesehen hat. Was im Grunde genommen noch vor 2 Wochen ausgesehen hat. Das wird sich Herr Netanyahu auch anders gedacht haben. Eine Frage an Sie persönlich. Glauben Sie eigentlich an die Zwei-Staaten-Lösung? Und wenn ja, wo soll denn dieser Staat entstehen? Oder aber gibt es für Sie nur einen binationalen Staat? Also meine persönliche Einstellung, und die versuche ich ja auch seit Jahren darzustellen, ist noch immer die Zwei-Staaten-Lösung. Das ist ein ganz einfacher Grund, weil ich glaube, dass zum gegenwärtigen historischen Zeitpunkt der binationale Staat nicht zu haben ist. Weder die Israelis wollen das, noch die Palästinenser wollen das. Und von daher ist das auch nicht zu haben. Und wenn das Palästinenser sogar wollen würden, aber Israel es nicht will, solange Israel noch die Territorien okkupiert hält, ist von sowas nicht die Rede. Von daher meine ich, ist das, was eigentlich zu erwarten steht, wäre im Grunde genommen eine Zwei-Staaten-Lösung. Dass die israelischen Regierungen allerdings in den letzten Jahren, man kann sogar sagen Jahrzehnten, alles getan haben, um das zu unterminieren, indem sie die Siedlungswerke weiter erweitert haben, das stimmt auch. Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, dass wenn man die Zwei-Staaten-Lösung haben will, und ich glaube, dass sie für Israel unabdingbar ist, weil nur so der zionistische Staat, der er sein will, also Israel als zionistische Staat, der sein will, nur so ist dieser zionistische Staat zu erhalten. Das würde dann bedeuten, dass Israel sich aus den besetzten Gebieten zum großen Teil rausziehen muss, dass Siedlungen abgebaut werden müssen, die Jerusalem-Frage, die Rückkehrfrage, die sich mit den Palästinensern auf zumindest der symbolischen Ebene zustande kommen muss. Das sind alles die Sachen, die gemacht werden müssen. Und ich glaube, das ist das Einzige, was im Moment realpolitisch zu haben ist, wenn es um die Lösung des Konflikts geht. Glauben Sie, dass Netanyahu, egal wie er jetzt verhandeln wird in der Großen Koalition, dass er jemals davon abrücken wird, eine Siedlungspolitik zu machen oder eine Friedenspolitik zu machen, die nicht auf Bulldozer setzt? Ja, das ist die große Frage. Das heißt, Netanyahu ist ein Machtpolitiker. Und als Machtpolitiker ist er jemand, der zunächst mal darauf schaut, wie erhält er sich seine Regierung und was macht er, wenn er diese Regierung hat. Ich glaube nicht, dass Netanyahu darauf aus ist, einen Frieden mit den Palästinensern zu schließen. Allerdings ist, glaube ich, für Netanyahu noch wichtiger als diese Frage, ob er jetzt an der Macht bleiben kann. Und die Frage ist, wen hat er an der Macht und in seine Koalition und inwieweit gefährdet diese Koalitionspartner sein Vorhaben, keinen Frieden zu machen. Ich fürchte sehr, das, was wir in der Konstellation hier sehen, dass wir damit im Grunde genommen gar nicht irgendwie uns um die Zukunft von Netanyahu zu fürchten, in Anführungszeichen, brauchen, weil keine von diesen Leuten heute im Grunde genommen einen Frieden mit den Palästinensern anstreben. Eine letzte Frage. Wir haben jetzt viel über dieses Wahlergebnis in Israel gesprochen. Gibt es schon irgendwelche Reaktionen, wie diese Wahl aufgenommen wurde von den Palästinensern im Westjordanland, in Gaza? Gibt es dort irgendeine Reaktion schon? Also ich habe noch nichts gehört, aber das will auch nichts besagen, denn die Hochrechnungen sind gerade jetzt vor anderthalb Stunden angestellt worden und deshalb haben sich zunächst mal die Parteien zu Wort gemeldet und selbst die haben sich nicht alle zu Wort gemeldet. Von daher sind die Reaktionen auf Seiten der Palästinenser im Moment noch nicht zu erwarten. Die werden wohl noch im Laufe der Nacht und spätestens morgen früh kommen. Für die Palästinenser mag das sich in irgendeiner Weise positiv ausnehmen, dass der ganz massive Rechtsdruck von
Israel im letzten Jahr sich zumindest in diesem Wahlergebnis so, also nicht so prononziert ausgedrückt hat. Aber wie gesagt, ich habe noch nichts von den Palästinensern gehört, es ist noch früh. Soweit Moshe Zuckermann, Professor für Soziologie, Geschichte und Philosophie an der Universität in Tel Aviv. Herr Zuckermann, vielen Dank für das Gespräch zu später Stunde. Ich danke Ihnen. KenFM.de